Freunde, bevor dieses Video losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz was sagen. Es haben nur 19,4% diesen Kanal abonniert. 80,6% nicht. Und die schauen meine Videos ohne ein Abo. Also, wenn du dieses Video siehst, schau doch ruhig gerne mal ein Abo rein. Support ist kein Mord und aktiviere noch die Glocke, damit du kein Video verpasst. Wie gesagt, Support ist kein Mord und schaut gern auch mal die Videos bis zum Ende. Schaut dieses Video ruhig auch mal bis zum Ende, falls euch die ein oder andere Frage interessiert. Und let's go mit dem Video. Hallo Freunde und willkommen zu einem FAQ-Video. Ihr habt mir Fragen geschickt und auf diese Fragen werde ich heute eingehen. Hier haben wir das Handy. Die erste Frage ist zwar schon 5 Monate alt, aber ich will sie auch mal beantworten. Wie alt bist du? Es wird Zeit, das Geheimnis zu lüften, meine Freunde. Ich bin 14. Werde dieses Jahr noch 15. Die nächste Frage kommt von Elias Gaming. Willst du mal von YouTube leben und was hast du noch mit YouTube vor? Von YouTube leben würde ich wirklich sehr, sehr gerne, aber dazu will ich einmal auch YouTube-Partner noch werden. Und dazu brauche ich 1000 Abonnenten. Und eine Watchtime von 4000 Stunden. Und kleine Bitte an euch, Freunde, schaut mal bitte meine Videos zu Ende. Weil bei manchen Videos steht bei YouTube Studio insgesamt Zeit von, also pro Person insgesamt Watchzeit 12 Sekunden. Oder nur Sekunden an, sagen wir mal eine Minute oder so. Oder mindestens zur Hälfte des Videos. Deshalb kleine Bitte an euch, schaut die Videos zu Ende, auch wenn sie grottenschlecht sind. Aber ich meine, ey Leute, jeder YouTuber fängt mal klein an mit schlechtem Setup. Aber ey, irgendwann wird's besser. Irgendwann wird mal alles besser. So, die nächste Frage ist von Peter Mortis. Firma D6. Besitzt du ein Haustier? Tatsache ja. Oder besser gesagt, meine Eltern besitzen das Haustier. Wir besitzen eine Katze. Sie heißt Mia und ist 1 Jahr alt. Hier mal ein Foto eingeblendet. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Wir machen weiter mit der nächsten Frage von Team 201. Die geht aber an euch. Habt ihr schon abonniert und die Glocke aktiviert? Hoffe ich mal für euch, weil wenn nicht, wäre es sehr, sehr schade. Und, ey Leute, Support ist kein Mord. Die nächste Frage ist von Johann 31. Was für ein Mikrofon benutzt du? Alter, ich hab Durst. Also, das Mikrofon heißt nicht Alter, ich hab Durst. Das Ding da meint er. Ich benutze das Trust Emitter. Also Freunde, ich benutze das Trust Emitter. Ein sehr schönes Mikrofon. Also Trust, falls ihr das seht, ich würde sehr gerne mal mit euch eine Kooperation machen. So, die nächste Frage ist, sogar die vorletzte Frage, ist von Kaito JB. Was sind deine Zukunftspläne mit YouTube? Zum einen die 1 Million auf diesem Kanal irgendwann mal zu knacken und auf den anderen Kanälen einfach schauen, wie weit man damit kommt. Und mal noch mit, wie gesagt, habe ich glaube schon kurz gesagt, schon wieder vergessen, mit anderen YouTubern mal noch Videoprojekte zu machen und halt noch andere große Projekte, wo halt ein bisschen Preispool mit drin ist, ne? Mir ist warm, obwohl es draußen regnet. Ich frag mich bloß, warum. Na gut, Heizung hab ich nicht an. Aber das Schlimme im Sommer, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie warm es bei euch immer mal so ist. Und die letzte Frage, meine Damen und Herren, ist wieder von Peter. Also ihr könnt doch gerne mehrere Fragen schicken. Stört mich nicht. Das freut mich sogar eher. Was ist oder war das Schlimmste, was dir mal passiert ist? Also, mir ist eigentlich so richtig noch nie was passiert. Ich war noch nie im Krankenhaus, höchstens zu meiner Geburt. Das war das Einzige, wo ich mal im Krankenhaus war oder sein musste. Bei meiner Geburt macht man eigentlich immer im Krankenhaus, aber egal. Sonst war ich eigentlich noch nie im Krankenhaus. Eigentlich ist mir noch nie was Schlimmes passiert.
Aber wir sagen einfach mal so, das schlimmste Ereignis, was mir mal passiert ist oder geschehen ist, war jetzt meine Katze, also meine erste Katze war ein Kater, also ein Kater, der hieß Basti, war 12 Jahre alt, 14 Jahre alt, ist jetzt 16. Theoretisch gesehen würde er noch leben. Er wurde eingeschläfert wegen eines Tumors. Das war ein schmerzhafter Moment für mich. Das war halt auch in der Corona-Zeit, ne? Das war ja noch schlimmer. Die letzten Minuten waren traurig. Bis dann meine Mutter mit ihm runter zum Tierarzt gegangen ist und er eingeschläfert worden ist. Okay, Freunde, das war's mit diesem kleinen FAQ. Schreibt ruhig gern auch immer mal wieder Fragen in die Kommentare. Vielleicht mach ich mal noch ein paar zwei. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.